Yo, meine Freunde, mein Name ist Viva, Outbewerber von Professional Board and Online Gaming und ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Folge meiner Let's Play-Serie zu Resident Evil Biohazard. Und wir sind gerade im alten Haus unterwegs bei sehr ekelhaften Tieren und einer Nutte, die mich Schwanzlutscher nennt. Und ich habe gerade mein Inventar, ich habe noch gar nicht gespeichert. Ich muss erst speichern. Ich habe nämlich mein Inventar ein wenig, wie soll ich sagen, entleert in die tolle Kiste, habe jetzt wieder zwei Plätze frei und kann dementsprechend jetzt Brennerdüsen, Brennstoff, was auch immer das ist, aufnehmen. Und jetzt weiß ich nicht, soll ich das vorher machen oder hier vorher die Tür öffnen? Ne, ich hole da vorher noch diese. Oh fuck. Wo waren das? War das hier irgendwo? Ne, war es nicht. Ich meine, sie mag mich nicht sonderlich. Das ist mir schon aufgefallen. Ach, fuck you. Komm ich jetzt da. Ich weiß nicht mehr, wo diese Seit wann ist denn das Ding da? Und seit wann habe ich keine fucking Gummi mehr? Da war doch. Ich glaube, ich brauche ein Wässerchen. Da war doch jetzt noch irgendwo dieser eine Kasten. Mit Brennstoff, Brennzeug. Ah, hier. Und hier auch noch das Kraut. Alles klar. So, und wir müssen jetzt. Moment. Brennstoff. Das waren 120 Brennstoff. Und jetzt muss ich irgendwie da raus. Wo war dieser. Ah, ich habe schon wieder versammelt. Wo war jetzt dieser Bereich, bei dem ich mit diesem Objekt da in den Schatten drehen muss, ne? Oh! Kommt die da rein? Ne, die geht außen vorbei. Oh! Oh, oh! Oh, falsch. Da muss ich raus, oder? Nee, da bin ich auch falsch. Fuck you! Ah, hier war noch was. Das Psychotonikum. Das ist cool, das nehmen wir mit. Wie sieht es im Inventar aus? Ja, Pfroffe voll hier. Wo war jetzt nochmal schnell dieser. Ja, keine Ahnung, welcher Raum das war, ne? Hier das Safehouse, Salon, Wohnzimmer, Eingangsbereich. Und ja, ne, und da, wo ich noch nicht war. Ich guck mal beim Fenster rein. Wo ist die gute. Oh, Schießpulver. Sie haben nicht genügend Platz. Alter, das, langsam wird das aber ganz schön zäh hier. Mit ich nehme einfach das Psychotonikum, oder? Ne, ich nehme das Kraut. Wässerchen haben wir. Genug. Objekt benutzen. Das ist jetzt nicht nö. Das ist grad. Dann wirf's weg. Dann wirf's einfach weg. Ja, bitte. Unwiederbringlich verloren. Dafür nehme ich Schießpulver. Ich muss jetzt irgendwie.
die kommt fix da drüben. Wo war jetzt nochmal der Raum mit dem Schattenspielding? Ah, hier bin ich rein. Hier hat die ganze Scheiße begonnen. Tralali, tralala. Oh. Ah, jetzt geht er durch die Tür rein. Komm nicht auf mich zu. Ja. Ich glaube da hinten, oder? Ja, da ist der coole Raum. Zack, Schattenspielding. Einmal hier. Wir spielen eine Runde mit dem Schatten. Das sollte mal eine Spinne werden oder so. Ja. So. So. Sieht gut aus. Funktioniert. Ja, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Bevor die Tante Bertha wieder zurückkommt. Was ist denn das? Ach, Mist, 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 Mist! Ja, es ist ekelhaft, ich weiß. Aber. Scheiße! Es sind halt Tausendfüßler, die sind. In Australien giftig. Oder so. Wo bin ich jetzt? Ich wechsle sicherheitshalber wieder zur Pumpe, zur Pistole. Nehmen wir die Pistole. Das haben wir hier schon wieder Kraut. Brauche ich das? Habe ich ja gerade weggeworfen, oder? Ich nehme das Psychotonikum. Ich nehme das jetzt. Objekt benutzen. Oh, da habe ich so viel verpasst da draußen. Okay, wir nehmen mal das Kraut. Vielleicht finden wir. Oh, she's upstairs. Hier wäre. Oh, da unten ist die Kurbel. Da ist doch die Kurbel, oder? Jetzt hat dieses Psycho-Scheißdreck umsonst genommen, oder? Das ist doch der Bereich, in dem ich vorhin war. Genau, da haben wir eine Küste. Hüt das! Wieder Psychotonikum, cool. Hier einen Puppen-Fucking-Kopf. Flüssige Chemikalie. Und da ist die Kurve, die ich jetzt auch nicht verwenden kann. Okay, das heißt, was entsorgen wir wieder? Ich habe noch ein Psychotonikum gerade aufgenommen. Schwarzpulver. Fuck you, Kraut. Wegwerfen. Bitte einmal wegwerfen das Kraut. Weil ich brauche nämlich diese, wo ist sie? Kurbel. Fürs draußen für den flüssige Chemikalie kann ich jetzt nicht mitnehmen, ne? Ist hier noch was drin? Ne. Fuck you, flüssige Chemikalie. Doch, ich brauche flüssige Chemikalie. Ich muss das Schwarzpulver wegwerfen. Schießpulver weggeworfen, passt. Flüssige Chemikalie und dann kombinieren wir wieder die flüssige Chemikalie mit dem Brenndings, genau, damit wir ordentlich Zunder haben. Geht es hier unten noch irgendwo hin oder war es das? Das ist die Kurbel, die ich draußen benötige, um da über diese Brücke zu kommen. Oh, ein ekelhaftes Vieh. Fatz, stirb. Noch so ein Vieh. Oh. Oh, da. Hocher. Ist das auch eine Kurve? Tatsächlich. Was mache ich da jetzt? Geil. Ah, und somit geht das Ganze. Kann ich die Kurve jetzt wieder mitnehmen? Ah, die nimmt er wieder mit. Wie intelligent. So, hier geht's hoch. Steht hier. Du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und das planst du mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Hure, Schlampe, Schwarzlutscher. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Okay. Ha. Flüssige Chemikalie.
So, alles klar, hier brauchen wir einen Schlüssel zu. Von hier sind wir gekommen. Wenn ich hier reinfall, sterbe ich sicher, ne? Ich würde jetzt mal kurz überlegen müssen, wie ich jetzt wieder raus in den Garten komme. Hier nicht. Sie geht schon wieder. Oh, 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 oh. Lalalala. Du laufst da nur weiter, ja, genau. Und ich schleiche mich in der Zwischenzeit da raus. Und da kann ich dann nämlich auch die Kurve verwenden. Ach, schon wieder so ein Dreckstier. Ist er das? Fuck. Drecksding. Na, komm schon. Oh, noch so einer. Na. Na, kommst du oder eher nicht? Okay, wir brauchen die Kurve. So, das ist schön. Ich habe irgendwie Angst. Und ich müsste auch wieder darüber mal zu speichern, ne? Ich habe lange nicht mehr gespeichert hier. Das ist mir schon das Erste-Hilfe-Arzneimittel. Also wenn man so viel Erste-Hilfe bekommt, ja, habe ich das ungute Gefühl. Was ist da drin? Brennerkraftstoff. Der Krähenschlüssel. Und ich habe schon wieder nicht genügend Platz. Ernsthaft jetzt. Auch nicht für die antike Münze. Brauche ich die Kurve noch? Ne, ich gehe jetzt mal zurück. Das ist natürlich blöd. Der Krähenschlüssel, das ist das Ding für den ersten Stock, ne? Definitiv. Ich gehe jetzt mal zurück, speichere den ganzen Shit. Da steht die doch direkt, oder? An der Tür. Lolo. Moment. Ah. Ich komme da doch zum Speicherpunkt, ohne dass ich die alte disturbe sozusagen bei ihren Rundungen. Bei ihren Rundgängen. Stellt sich nur die Frage, wie weit die alte hier rankommt. Ich muss eigentlich nur da raus. Wow, 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 wow. Hell yeah. Passt. So. Wir legen mal ab. Was legen wir ab? Die Kurve. Vielleicht brauchen wir sie ja noch. Das Psychopharmaka und. Soll ich sonst noch was ablegen? Nee, zwei Plätze. Ich handle da jetzt mit zwei Plätzen, oder? Oder soll ich einfach die Knarre auch ablegen? Okay, jetzt habe ich die Knarre auch abgelegt. Jetzt speichern wir den ganzen Shit. Und dann gehen wir es mal richtig an hier. Dann holen wir uns den Krähenschlüssel, rücken in den ersten Stock vor und gucken mal, was da so
zu holen gibt. Oh, nicht gut. Nee, ich gehe einfach den Umweg. Ich gehe wieder den Umweg. Das dauert zwar, aber man spart Erste-Hilfe-Arznei, indem einem die Alte nicht ihre Viecher auf den Latz jagt. Also wenn man mit so einer gewissen Fröhlichkeit in ein Horrorspiel geht, macht das die Sache schon viel entspannter. Möglicherweise. La 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 la, ich hab den Flammenwerfer. Oh yeah. Und mit meinem Flammenwerfer verbrenne ich kranke Tiere. Ach komm. Geht gerade in die falsche Richtung, oder? Schön weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Wir holen uns den Krähenschlüssel. So, da ist er. Danke dafür. So, da war sonst noch irgendwas. Die antike Münze. Können wir die mitnehmen? Ja, nehmen wir mit die antike Münze, wenn wir schon dabei sind. So, hier hätten wir jetzt ja alles erledigt. Ich habe noch immer Husten von meiner Erkältung. Ekelhaft. So, die Tante Bertha ist jetzt drin, ne? Dann warten wir mal, bis die da wieder zurückläuft. Ach, ich will jetzt so gern mit dem Flammenwerfer da so. Aber nein, das könnte unnötig Aufmerksamkeit erregen. Hier überbricht die jetzt. Ja. Tralalalalala. Ich hab den Krähenschlüssel. Oh! Gott, du Scheißnutte, du. Alter, dein Ernst? Was muss ich jetzt machen? Wovon? Brenn, du Schwein! What the? Fuck you, Bitch! Zündet euch alle an, ihr Schweine. Brennt. 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 Lass mich hier hoch. Alter, wie... Wiss. Wässerchen, ich brauch Wässerchen. Was ist hier? Nachladen. Ich möchte hier raus, oder? Okay.
Der Krähenschlüssel wär's gewesen. So, was haben wir? Ah. Was zum? Hä? Was ist das? Betreffend. Moment, betreffend des Serie-Serums, den folgenden Objekten der Lage Serum, synthetisierend, Gehirnnerv, Periphernerv. Ich glaube, das ist es. Ja, dann nimm's mit. Was ist das? Ein Baseballschläger? Oh mein Gott. Ist das ekelhaft hier. Fuck you, Telefon. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Wait. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Dude. Ich finde es ja relativ spannend, dass das hier gleich hier schwerstes Vertrauen auf Gegenseitigkeit besteht. So, wie viel Wässerchen habe ich? Soll ich das nehmen? Wie sieht meine Energieversorgung aus? Ah, easy going, easy going. So, ich wette mit euch, ich wette um alles, dass die Alte noch nicht tot ist. Alter, was ist denn das? Eine fucking Voodoo-Puppe oder was? 11. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat. Ich sehe und höre Dinge, mir ist ständig schlecht, bis bla bla, statt ja, das Kind hat mir ein Geschenk gegeben, alles klar. Habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes. Okay. Geheimraum hinten im ersten Stock. Notiz an mich, wir spielen kein Klavier. Wir gehen zum Geheimraum. Pistolenmunition. Apropos Pistolenmunition, wie sieht's hier aus? Ah, 32 Schuss haben wir hier zur Verfügung. Das trifft sich gut. Ich seh's schon rumfliegen. Das Drecksvieh. Zu verwendendes Objekt wählen. Okay, haben wir nichts. Die Waage scheint mit der Tür Die Waage scheint mit der Tür verbunden zu sein. Oh, schon wieder so ein Puppenkopf-Dings. Das heißt, ich muss jetzt etwas finden. Moment. Die Lampe. Von der alten, oder? So, nur die war ja da unten drin. Wo die alte runtergefallen ist, ne? Moment. Ernsthaft? Muss ich da jetzt runter? Und sie hat die Lampe sich mit. Das heißt, ich brauche jetzt mal die Lampe von der Tante. Was zum Teufel? Das ist neu. Was ist das?
Und wieso gehe ich einfach so in einen dunklen Gang dieser Art? Und wieso gehe ich da jetzt einfach hinterher? Lalala. Wo bin ich hier? In dem anderen Bereich des Hofes oder was? Oder wie? Ah, da ist der Wohnwagen. Da ist der Wohnwagen. Alles klar. Also, ab in den Wohnwagen. Meine Sachen ablegen, die ich hier unnötigerweise mit habe. Sprich die Münze. Den, ich glaube, den Schlüssel brauche ich nochmal. Dann habe ich 3 freie Plätze. Das sollte passen. Das sollte passen. Dementsprechend. Wie viele Münzen habe ich jetzt eigentlich schon? Wie viele Münzen habe ich schon? 7 Stück antike Münzen. Einmal dieses Steroid-Zeugs habe ich ja schon. Was gibt es hier drin eigentlich? Das Nachladen wird dauerhaft erhöht, wenn ich das Teil mit habe. Und hier gibt es die fette Bumsi. Okay. Ja, nichtsdestotrotz werde ich das Ganze dem Treiben jetzt hier mal ein kleines Ende setzen, indem ich speichere. Wir überschreiben den ganzen Shit und dann werden wir mal versuchen, der Tante die Laterne zu klauen oder dem, was auch immer das für ein Viech ist. Meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, und wenn ihr sehen wollt, wie ich der Tante die Laterne klaue, abonniert einfach meinen Kanal, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Viva.